mein Buch Zerrissene Leben behandelt über 80 Autobiografien, die sozusagen die große Geschichte runterbrechen auf das, was mit normalen Menschen passiert ist. Es sind Menschen, die vor allem in der Weimarer Republik geboren worden sind, weil diese Altersgruppe dann als Jugendliche am stärksten vom Nationalsozialismus eingefangen wurde, sie aber dann im Krieg gelitten haben und dann erwachsen worden sind, wieder in der frühen Nachkriegszeit mit diesen Kriegserlebnissen und sich ein neues Leben aufbauen mussten, bis zur Zeit der Vereinigung, das heißt der Friedlichen Revolution, und dann danach im Ruhestand sich überlegt haben, was ist mit ihrem Leben eigentlich passiert. Edith Schöfsky ist eine Frau, die in einer freikirchlichen evangelischen Gemeinde gelebt hat und dadurch eigentlich auch den Verlockungen des Dritten Reiches gegenüber etwas distanziert gegenüberstand. Während Ruth Bulwin ist eine Frau gewesen, die viel stärker angesprochen hat auf den Nationalsozialismus. Sie ist eine leidenschaftliche BDM-Führerin gewesen. Die Lektüre und Bearbeitung dieser vielen Autobiografien hat mir doch eine andere Perspektive über das 20. Jahrhundert geboten, weil man einerseits daraus lernt, dass die meisten sogenannten normalen Menschen der großen Politik relativ wenig zu tun haben, aber sie wollen sozusagen ihr Leben leben können und jedes System, was ihnen das anbietet, wird von ihnen dann unterstützt. Das Buch hat sich eingelassen auf viele dieser persönlichen Geschichten und dadurch gewinnt es eine Menschlichkeit, die, glaube ich, auch den Leser hineinnimmt.